Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 7. Juni 2019 mit einem speziellen Video, also Antwort auf deine Frage, ja oder nein, wähle links oder rechts, ja? Also ich habe auch hier die großen Skatkarten wieder dabei, natürlich auch zwei Karten, wo die Antworten schon da drauf stehen. Und also ich bitte dich, dass du dich erstmal auf dein Thema konzentrierst und einfach in der Energie der Kristallschale einschwingst. Also konzentriere dich auf dein Thema, schließe deine Augen und sende mir deine Gedanken zu. Ich hoffe, du konntest wunderbar entspannen und bist du bereit für die Legung. Konzentriere dich, ich mische die Karten. Hier hätte ich gerne drei Karten für die linke Seite, drei Karten für die rechte Seite. Konzentriere dich. Hier sind vier Karten gekommen. Ja, dann bitte ich noch eine Karte hier für die linke Seite. Hier sind fünf Karten gekommen. Jetzt hast du die auch gesehen. Ja, das wird ja immer doller hier. Nächstes Mal mische ich die Karten so, dass du sie nicht sehen kannst. Also ich mische das im Hintergrund, dass das auch hier nicht hinfallen kann. Aber jetzt in erster Linie ist das schon in Ordnung. Ja, so kannst du trotzdem intuitiv wählen. Also wähle die Karten, die dich gerade ansprechen, also links oder rechts. Und schau mal hier aus diesem schönen Reka-Deck auf Wolke 7, das du auch natürlich in meinem Shop erwerben kannst. Kannst du wunderbar diese Karten für dich auch täglich ziehen als Begleitung oder natürlich auch im Büro, wenn du im Büro arbeitest, auch für deinen Arbeitskollegen ziehen, also oder für deine Freundin, also die geben wirklich wunderbare Botschaften. Also hier sind zwei gekommen und hier eine, bitte ich noch um eine. Also das sind drei, also noch eine Karte bitte, sind sehr schön, sehr groß. Deswegen ein bisschen das Mischen, ein bisschen schwierig. Am besten ziehe ich eine, also ich ziehe hier intuitiv eine, ja? Die ziehe ich hier für dich, ja? So, dann fange ich mit der Botschaft an, entscheide ganz intuitiv. Also die heutige Tagesenergie ist in deinem Selbstwert, in deinem Selbstbewusstsein, dass du dich wichtiger nimmst, dass du deine eigenen Werte verteidigst, dass du ja auch deine Schönheit lebst, dass du auch vielleicht ja so ein bisschen Diplomatie auch mit in deinen Tag hineinbringst, aber dass du deine eigenen Interessen auch verteidigst. Also wir haben auch heute Freitag, dass du wirklich dir überlegst, was ist dir heute wichtig, dass du diese Ziele dann auch heute ansetzt. Also du kannst jetzt hier links oder rechts wählen. Also ich beginne mit der linken Seite, ja. Und für dich ist die Antwort heute nein. Womit hat deine Antwort zu tun? Da werde ich jetzt auch die Skatkarten dazu befragen. Also, das bedeutet entweder, dass es noch weit entfernt ist, woran du gedacht hast, dass es noch dauert, in der Weite ist, oder halt auch hier am Geld liegt. Also, das ist auch absolut eine Geldkarte hier. Und, also vielleicht ist das auch für dich gerade noch ein Glück, dass das jetzt nein ist, ja? Betrachte das jetzt mal von die Perspektive, dass es für dich ein Glück sein kann, ja, dass es noch nicht in die Erfüllung geht.
Und das hat auch wirklich was mit deinem Zuhause zu tun. Entweder, dass du dich noch nicht ganz bei dir angekommen fühlst, dass du noch deine eigene Stärke, deine eigene Kraft stärkst, dass du bei dir zu Hause ankommst. Oder hat das auch was mit deinem Zuhause momentan zu tun? Ja, das ist also viel weiter von dein Zuhause wäre, aber soweit wie ich das jetzt hier beurteilen kann, hat das was mit der Liebe zu tun. Also deine Gedanken haben hier was mit der Liebe zu tun und mit einem Mann, mit deinem Herzensmann. Also ich fasse zusammen. Also hier, die Antwort ist nein, weil das also noch sehr in der Ferne ist, sehr weit entfernt ist. Also es geht darum, dass hier also diese Liebe noch wachsen sollte. Also dass es wachsen sollte noch. Also auch die Weite kann auch für die Größe stehen, dass es noch wachsen sollte. Und auf jeden Fall, dein Herzensmann oder dein Herzensmensch bei sich erstmal zu Hause ankommen sollte, also erstmal wissen sollte, was es will, ja, und also diese Liebe aufwachsen sollte, dann wird das also der größte Glück sein. Und für dich deine eigenen Bedürfnisse. Gehe heute in der Akzeptanz, sagen dir die Engel, alles, was in deinem Leben geschieht, hat einen tieferen Sinn. Nimm alles so an, wie es kommt, so erlangst du tiefen inneren Frieden. Nimm dir Zeit für Ruhe und Achtsamkeit. Durch die Ruhe und Stille wirst du neue Kraft erlangen. Tiefe Seelenfrieden und Glückseligkeit erfüllen dein Herz. Akzeptiere, dass es noch ein Nein ist. Gehe in dieses Akzeptanz hinein. Gehe in der Ruhe und wichtig ist es, dass du deinen Seelenfrieden wiederfindest. Wenn du diese Seite, die Ja gewählt hast, also ist ja schon ein Ja, das weißt du auch schon. Also es geht hier darum, also für dich, also ich versuche das so, dass du das siehst, ja. Es geht hier bei dir, warum geht es hier bei dir? Es geht es hier darum, also es etwas kränkelt hier. Also etwas kränkelt und was es kränkelt bei dir, das kommt wieder ins Heilung, ja. Etwas wird hier geheilt, ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass hier auch was mit einem Partner oder einem Seelenpartner auch ein Stück weit zu tun hat. Also das ist die Zufriedenheit und Harmonie. Also wenn hier eine Krankheit da war, kommt etwas in Heilung und kommt in Zufriedenheit und Harmonie. Und all diese Ängste und all diese Eifersucht, Ängste, Abwehrhaltung, Negativität, ja, geht ins Heilung und kommt ins Stabilität, also in Vertrauen, in der feste Partnerschaft, ja. Das ist auch für dich hier die Antwort. Und was sagen die Engel dafür? Also die Ehrlichkeit, sei offen und ehrlich zu dir und deinen Mitmenschen, so bist du frei. Wenn du aufrichtig bist, strahlst du Vertrauen und Integrität auch aus. So werden auch deine Mitmenschen offen und ehrlich mit dir sein. Und die Gelassenheit, bitte die Engel der Gelassenheit um Ruhe. Mit Besonnenheit, Frieden und Ausgeglichenheit kannst du alles wieder ins Gleichgewicht bringen. Nur so kannst du gelassen in jede Situation reagieren. Also ehrlich und gelassen. Sei ehrlich auch ein Stück weit zu dir und auch gelassen. So, das war jetzt die Antwort auf deine Frage. Ich hoffe, da habe ich wirklich auf den Punkt getroffen. Wenn das der Fall war, natürlich freue ich mich um einen Like und umso mehr freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Klicke unter dem Video rechts auf den Button abonnieren und klicke noch einmal auf die Glocke, damit du auch benachrichtigt wirst, wenn es etwas Neues von Kanal Reka gibt. So, ich komme zu Ende. Für persönliche Beratungen erreichst du mich über meine Website, über einen E-Mail, das findest du auch in der Infobox. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald.
Namaste, deine Valeria.